fragen nach den Stunden, in denen wir das finden, wonach sich unsere Seele sehnt. Wir wagen die Veränderung, wir suchen die Erfüllung, den Augenblick, der alles krönt. Doch der Augenblick verrinnt, entgleitet unserer Hand. Erst gestern waren wir noch ein Kind. Die Boten unseres Endes melden sich in uns. Wozu war unser Dasein bestimmt? Vor dir sind tausend Jahre so flüchtig wie ein Tag. Doch Sekunden werden Ewigkeit in dir. Heute ist der Tag des Heils, du rufst uns heraus zum Leben im Jetzt und Hier. Wir sollten stets bedenken, dass wir sterblich sind. Wir leben nicht für immer im Moment. Mensch, werde klug, damit du Hoffnung gewinnst zum Leben mit Sinn. Der Atem, den wir spüren, hält 70, 80 Jahre. Gefühlt ist das am Ende nicht sehr viel. So schnell ist es vorüber, fliegt wie eine Feder. Hatte diese Zeit auch Sinn und Ziel? Was bleibt von unserem Leben und was von unserem Tun? Worin kann man nach all dem ruhen? Es bleiben viele Fragen, nicht alles wird uns klar. Doch Zuversicht finden wir in dir. Vor dir sind tausend Jahre so flüchtig wie ein Tag. Doch Sekunden werden Ewigkeit in dir. Heute ist der Tag, das heißt, du rufst uns heraus zum Leben im Jetzt und Hier. Wir sollten stets bedenken, dass wir sterblich sind. Wir leben nicht für immer im Moment. Mensch, werde klug, damit du Hoffnung gewinnst zum Leben mit Sinn. Mit Sinn und Seele, in Hoffnung und Weisheit leben. Mit Sinn und Seele, von unserem Reichtum geben. Tausend Jahre so flüchtig wie ein Tag, doch Sekunden werden Ewigkeit in dir. Heute ist der Tag des Heils, du rufst uns heraus zum Leben im Jetzt und Hier. Wir sollten stets bedenken, dass wir sterblich sind.